Sascha Heckner, Sie sind Vorstandsvorsitzender der Münchner Mobile X AG, einem Mobile Workforce Management Anbieter. Das heißt, Sie haben sehr viel auch in IT-fremden Branchen mit dem Thema Einsatz von Smartphones und Tablets, Mobility-Lösungen zu tun. Wie hat denn dieser Mobile-Boom der letzten Jahre auch auf IT-fremde Branchen durchgeschlagen? Welchen Einfluss hat der mittlerweile auch in Deutschland genommen? Also man kann durchaus sagen, dass eben die Werbung, die so gemacht wird von Firmen wie Apple und Google und die Milliarden, die dahinter stehen, dazu geführt haben, dass Branchen Maschinenanlagenbau, Facility Management, Medizintechnik, ja, ich möchte sagen, schon fast wie selbstverständlich jetzt ihre Techniker mit Tablets oder Tablet-PCs ausstatten oder Smartphones, damit der Techniker seine gesamte Arbeit mobil und offline abwickeln kann. Und das mit einem Komfort, so wie es vor 10 Jahren nicht gewesen wäre. Wenn ich mir jetzt so den Arbeitsalltag von so einem Servicetechniker im Außendienst anschaue, wie sieht denn das aus, wenn der dann mit einem Tablet in die Firma kommt oder irgendwie irgendwelche Maschinen repariert, auch in Fabrikhallen? Wie habe ich mir das vorzustellen? Ja, es ist vor allen Dingen auch schon mal interessant, der kommt gar nicht mehr in die Firma, sondern die zentrale Einsatzplanung plant ihn von zu Hause aus gleich zum ersten Einsatz und vom letzten Einsatz wieder nach Hause. Er bestellt sein Material über das Gerät, er bucht seine Arbeitsstunden über das Gerät, wenn vor 5 oder vor 10 Jahren der immer noch ein kleines Büchlein geführt hat über seine Arbeitszeiten, damit er seine Auslöse entsprechend bekommt, macht er das heute nicht mehr, sondern alles ist in diesem Gerät drin. Er hat seine Kundenstammdaten da drin, seine Anlagendaten da drin und er schreibt da seinen Servicebericht damit. Also für ihn ist es eine deutliche Erleichterung. Wenn man aber auch sagen muss, je älter die Anwender sind, umso mehr ist natürlich noch diese Technikaffinität nicht gegeben, aber das verschwindet zunehmend. Also es ist ein Handwerkszeug wie der Hammer. Ein großes Thema, was jetzt gerade auf uns zurollt, ist das Thema Smart Metering, der flächendeckte Austausch der Smart Meter zur Stromzählermessung. Was bedeutet denn diese Entwicklung gerade im Unternehmensumfeld? Was rollt da auf die deutschen Unternehmen derzeit zu? Ja, es heißt Smart Meter Rollout und es rollt etwas auf Deutschland zu. Man kann davon ausgehen, dass dieses Jahr das Gesetz verabschiedet wird und dann dürfen ja bis 2027 wahrscheinlich bis zu 50 Millionen Zähler in deutschen Haushalten und Unternehmen getauscht werden müssen. Und wenn Sie sich vorstellen, tauschen Sie mal 50 Millionen Zähler, das ist eine Planungsaufgabe. Dazu braucht es natürlich Tools und das ist natürlich auch eine Dokumentationsaufgabe vor Ort, um den Zähler entsprechend auch datentechnisch zu tauschen. Und dann braucht es natürlich auch mobile Tools für die Zählermonteure. Und das heißt, dann sind Sie als MobileX zum Beispiel mit im Boot, wenn es darum geht, diese Tools den Technikern an die Hand zu geben? Ja, also wir haben fachliche Tools dafür, sehr richtig, die eben gestatten, eben genau diesen Prozess, sowohl was die Planung angeht, als auch die mobile Ausführung vor Ort integriert mit der bestehenden IT-Infrastruktur durchzuführen und zu dokumentieren. Herr Heckner, herzlichen Dank. Dankeschön.